Willkommen in meinem Atelier. Dotcards sind eine tolle Möglichkeit, um Farben kennenzulernen. Ich habe mir hier eine Dotcard von der Firma Schminke gegönnt und will euch heute mal zeigen, was ich damit mache und wie diese Dotcards funktionieren. Das ist eine spezielle Dotcard für super granulierende Farben, was die Firma jetzt super nennt. Das sind einfach Aquarellfarben, die granulieren. Das heißt, die Pigmente, man sieht es auf der Verpackung auch, flocken so ein bisschen aus auf dem Papier. Im Prinzip gibt es Dotcards von vielen Herstellern für Aquarellfarben. Ihr werdet gleich sehen, warum es die nur für Aquarellfarben gibt. So sieht es aus. Das ist also so ein Papier mit einer Folie dazwischen. Und auf diesem Papier, das ist auch ein relativ festes Aquarellpapier mit einer leicht rauen Oberfläche. Auf diesem Papier sind jetzt lauter kleine Punkte, diese Dots, aufgebracht von der Aquarellfarbe. Und weil Aquarellfarbe sich ja immer wieder mit Wasser anlöst, kann ich jetzt quasi einfach mit einem Pinsel und Wasser diese Dots anlösen und auf dem Papier hier vermalen und kriege dann einen Eindruck davon, wie sie tatsächlich sind. Weil letztendlich von den Verpackungen her ist ja das nicht immer so eindeutig, oder die gerade in Katalogen oder auch auf den Tuben sehen die Farben dann doch oftmals anders aus, als sie tatsächlich in echt sind. Insofern sind solche Dotcards einfach toll, um Farben tatsächlich konkret auszuprobieren. Und das erste, was ich jetzt mache, ist, ich nehme mit meinem Pinsel, mit einem guten Aquarellpinsel, der auch viel Wasser aufnehmen kann, einfach so einen Tropfen Wasser und gebe den jeweils, ich guck mal, ob ich das ein bisschen näher an der Kamera machen kann, gebe jeweils einfach nur so einen Tropfen Wasser auf jeden von diesen Dots, damit die sich schon mal ein bisschen anlösen. Die Farbe hat jetzt eine halbe Minute ungefähr Zeit gehabt, um sich schon mal so ein bisschen anzulösen. Und jetzt nehme ich einfach wieder meinen Pinsel, der auch etwas feucht ist, nicht ganz so tropfnass wie vorher, und verteile einfach oder verstreiche den Tropfen, der noch auf der Farbe drauf ist, auf dem Papier. Und dadurch löst sich die Farbe an und ich kriege einen sehr schönen Eindruck davon, wie sie sich auf dem Papier verhält und wie das Ganze aussieht. Es kann auch sein, dass ich jetzt die Farbe einfach mit dem Pinsel noch mal ein bisschen verreiben muss, damit sie sich weiter anlöst. Und so mache ich das jetzt einfach für jeden von diesen Dots. Vom Prinzip kann ich mit diesen Dotcards auch ein bisschen was von der Farbe noch im Pinsel ist, auf mein eigenes Aquarellpapier geben, um zu gucken, wie sich da die Farbe verhält. Aber für diese Variante reicht mir jetzt das Papier, das hier von Schminke automatisch mitgeliefert wurde, wo das drauf gemacht ist. Das ist ich merke das einfach beim Malen, das ist eigentlich optimal für so eine granulierende Farbe, weil es einfach eine leicht raue Oberfläche hat, wo sich die Pigmente dann auch, ich sag mal, verfangen können. Was ich auch sehr praktisch finde an diesen Dotcards ist, dass ich auf dem Papier zu jeder Farbe nicht nur den Namen sehe, den sie dann quasi vom Hersteller kriegt, sondern ich kriege auch vom Hersteller noch verschiedene Angaben, wie zum Beispiel die Lichtechtheit oder die Transparenz, also wie transparent ist eine Farbe oder ist sie deckend. Es gibt außerdem auch noch eine Information, wie leicht oder wie schwer sie abwaschbar ist. Das bedeutet letztendlich, wie gut kann ich sie später auf dem Papier nochmal hin und her schieben. Manche Farben setzen sich sofort ins Papier rein oder färben dann auch die Papierfasern gleich, sodass ich dann, auch wenn ich später nochmal mit dem Pinsel drüber gehe, mit einem nassen Pinsel, die Farbe nicht vollständig oder kaum mehr anlösen kann vom Papier. Und es gibt aber eben auch Aquarellfarben, bei denen das sehr, sehr gut geht.
Und manche Hersteller geben diese Eigenschaft quasi schon weiter. Auf der Produktverpackung oder eben hier auf einer Dotcard steht es dann mit dabei. Ich sehe jetzt hier bei dieser Dotcard auch, wie stark eine Farbe pigmentiert ist oder wie stark sie dann tatsächlich auf dem Papier rauskommt. Die ich jetzt im Moment zum Beispiel habe und auch die davor, das Lila, stärkt doch sehr, ist sehr farbstark, sehr hoch, also hochpigmentiert sind die im Grunde genommen alle, weil das ist bei Schminke, bei den hochwertigen Aquarellfarben, die sind einfach sehr, sehr hochpigmentiert. Aber man sieht, also ich sehe zumindest jetzt schon klare Unterschiede beim Ausprobieren, wo ich einfach eine hohe Transparenz habe oder eben schon mehr einen deckenden Effekt und einfach auch einen dunkleren Effekt. Das hängt natürlich auch vom Pigment stark ab, wie dunkel das nachher auf dem Papier auch wirkt. Und vor allen Dingen kriege ich aber einen guten Eindruck davon, welche Farben ich mag und welche nicht. Also das vermittelt mir ja mein Gefühl, dass es jetzt zum Beispiel, wenn ich hier reingehe, dann spüre ich sofort, ach, das ist eine wirklich schöne Farbe. Die gefällt mir richtig gut. Die Farbe davor, ist nicht ganz so meins. Ich kann da gar nicht genau sagen, warum das so ist, sondern das ist einfach eine Frage, wie reagiere ich auf so eine Farbe. Und ich weiß das bei mir schon, dass ich gerade diese leicht grünlichen Blaus tendenziell bevorzuge. Das ist ja etwas, was ich jetzt hier gerade, das heißt auch Tiefseegrün. Das ist ein etwas grünliches Blau, das davor ist wirklich ein sehr, ja, fast etwas in die rötliche Richtung gehendes Blau. Wobei man da bei rötlichem Blau und grünem Blau auch immer ein bisschen aufpassen muss. Rot und Blau ergibt Lila. Und das ist dieses Blau hier, das ist ja eindeutig kein Lila. Aber gerade im Vergleich zu diesem grünen Blau sehe ich einfach den Unterschied, in welche Richtung tendiert das Blau auf dem Farbkreis. Ich kann den ja mal kurz zeigen. Der Farbkreis ist im Grunde genommen aus der Farbenlehre, zeigt, wie sich Farben beim Mischen verhalten. Und auf diesem Farbkreis sind immer zunächst mal die Primärfarben Gelb, Rot und Blau aufgedruckt. In dem Fall ist es jetzt Blau-Cyan und Rot-Orange als Primärfarbe. Und hier sehe ich dann auch, wenn ich jetzt, wie ich gerade gesagt habe, Rot und Blau vermische, dann kommen eben diese Violetttöne dazwischen raus. Und wenn ein Blau mehr in Richtung Grün geht, dann ist es quasi in diesem Blau eher an dieser Ecke, wenn man sich das jetzt wirklich als Farbverlauf vorstellt, während wenn im Blau Richtung Rot geht, dann wäre es mehr in dieser Richtung oder in dieser Ecke vom Farbkreis, aber trotzdem noch nicht lila, sodass man sich vorstellen kann, wovon ich da rede. Bevor ich jetzt irgendwelche Entscheidungen treffe, werde ich diese Dotcard, die jetzt frisch ausgemalt ist, erstmal trocknen lassen, weil Aquarellfarben beim Trocknen fast immer noch mal ein bisschen die Farbe verändern. Das ist jetzt auch gerade bei granulierenden Farben, entstehen beim Trocknen die eigentlichen Effekte, die man beim Malen vielleicht noch gar nicht so sieht. Deswegen werde ich das jetzt einfach so trocknen lassen und dann schaue ich mir das nochmal an. Die Farben sind jetzt trocken, mehr oder weniger, aber das reicht mir auf jeden Fall, um mir mal einen Eindruck zu verschaffen, wie die Farben auf dem Papier rauskommen. Gerade bei diesen granulierenden Aquarellfarben kommen solche Effekte dann erst durchs Trocknen tatsächlich zustande. Also deswegen sollte man da auf jeden Fall warten, bis die getrocknet sind, um dann auch zu sehen, wie verhält sich das Pigment auf dem Papier. Und ich habe da jetzt schon so ein paar Farben gefunden, die mich also direkt anlachen, wo ich sage, ja, das würde sich lohnen, da eine Tube zu kaufen. Diese Dotcards selber sind nicht ganz billig, das muss man dazu sagen. Die sind ja auch
aufwendig gemacht. Also zum einen gucken die Hersteller natürlich, dass es ein hochwertiges Aquarellpapier ist, das hier verwendet wird. Und zum anderen müssen diese Dots, diese Farbpunkte einzeln von Hand auf die Papiere getupft werden vom Hersteller. Und das macht es natürlich sehr, sehr teuer. Deswegen wird das vor allem für hochwertige Aquarellfarben gemacht. Aber der Vorteil ist einfach, wenn ich hier einmal das Geld in die Hand nehme für diese Farbkarte, für die Dotcard, hab ich dann nachher einfach auch die echten Farben, kann sie in echt sehen und mich dann entscheiden, und vermeide so einfach auch Fehlkäufe. Das sind also diese Dotcards auf jeden Fall eine gute Sache dafür. Und die gibt es ja, also das ist jetzt wie gesagt eine spezielle Dotcard für die super granulierenden Farben. Ich habe die von Schminke auch schon mal von dem Horadam-Farb. Die Farbpalette, die es da gibt, mir geholt. Ich zeige euch die auch mal. Das sind also die Horadam von Schminke, sind die hochwertigsten, die sie haben. So sieht es dann da aus. Also das sind natürlich viel, viel mehr Farben. Und die sind jetzt nicht granulierend, beziehungsweise es gibt hier auch so ein, zwei, drei granulierende Farben, aber das ist jetzt einfach die komplette Farbpalette, die es gibt von Schminke, von diesen hochwertigen. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass ich dann auch zusätzlich zu dem Papier, das hier mitgeliefert wird, wo ich die Farbe verteilt habe, dann nochmal mein eigenes Aquarellpapier genommen habe. Also die Dotcards reichen durchaus aus, um dann sich nochmal eigene Farbkarten zu machen. Und ich finde das einfach toll, weil ich hier, wie gesagt, die Dotcard selber ist nicht ganz billig, aber ich muss trotzdem ja nicht jede einzelne Farbe jetzt kaufen, weil das wäre noch viel, 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 viel teurer. Und kann mir einfach so schon einen ganz guten Eindruck machen. Auch was die Unterschiede der Hersteller angeht. Ich habe zum Beispiel auch eine Dotcard von Daniel Smith, wo ich dann einfach vergleichen kann, welche Farben gefallen mir besser. Und es gibt natürlich in jedem Sortiment von Herstellern Farben, die es jetzt bei anderen Herstellern nicht so gibt. Und für mich ist es besonders wertvoll, das zu machen, einfach weil ich damit mir meine eigenen Farbkästen zusammenstelle. Ich bin davon abgekommen, mir Farbkästen fertig zu kaufen, sondern ich stelle mir die lieber selber zusammen. Und wichtig ist dabei, wenn ich das mache, da brauche ich nochmal meinen Farbkreis zum Erklären, was ich dann tue, um mir einen Farbkasten zusammenzustellen. Ich achte darauf, dass ich zuallererst mal die Primärfarben habe, Gelb, Rot und Blau. Weil bei den Primärfarben ist es so, dass man theoretisch mit diesen drei Farben alle anderen Farben, die es so gibt, zusammenmischen kann. Theoretisch, weil praktisch gibt es Primärfarben nicht. Also eine Farbe, ein Pigment oder auch eine Mischung aus Pigmenten enthält immer Anteile von anderen Farben noch mit drin. Also Gelb, die Gelbs, die es so gibt, auch die Gelb, die ich hier auf der Farbkarte sehe, haben immer einen kleinen Teil Rot noch mit dabei oder auch einen kleinen Teil Blau. Das sind winzige Mengen, aber das reicht aus, dass ich dann quasi, wenn ich das Gelb mische mit einem Rot und es ist ein Gelb, das so schon mehr in Richtung Grün geht oder einen grünlichen, bläulichen Anteil drin hat, dass dann das Orange eben nicht so leuchtend ist, sondern ein ganz kleines bisschen abgedeckt. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man solche Farbkästen sich selber zusammenstellt. Da achte ich drauf, dass ich von den Primärfarben Gelb, Rot und Blau immer eine kalte Variante und eine warme Variante habe. Also kalt heißt ein Gelb, das so ein ganz kleines bisschen Richtung Grün geht. Das sind so diese Zitronengelbs. Und ein Gelb, das ein ganz kleines bisschen in Richtung Orange geht. Das sind etwas wärmere Gelbe. Das sieht man dann auch wiederum auf den Farbkarten ganz gut. Ich kann es mal auf meinem eigenen hier zeigen. Das ist vielleicht sogar noch besser. Hier sehe ich also jetzt sehr deutlich ein Zitronengelb, während direkt runter der Aureolin geht schon etwas mehr in Richtung Orange oder auch das Cadmiumgelb, Chromgelb. Das sind schon sehr, sehr warme Gelbs. Und wenn ich jetzt die beiden Töne quasi habe, das ist einmal Zitronengelb und einmal ein wärmeres Gelb, kann ich mit diesen Gelbs dann einfach
sehr viel mehr Farben mir zusammen mischen, ohne dass ich dann gedeckte Farben kriege oder ja, abgetönte, vielleicht auch matschige Farben. Und das Gleiche mache ich dann letztendlich auch beim Rot. Also auch bei Rot achte ich darauf, dass ich ein warmes Rot und ein etwas kälteres Rot und auch beim Blau ein warmes Blau und ein etwas kälteres Blau habe. Habe ich ja vorhin schon gesagt, auch beim Blau ist es eben so, dass Blau in Richtung Rot sich bewegen kann oder eben in Richtung Grün. Jetzt bei diesem Farbkreis ist es, der ist jetzt so gemacht, dass er quasi die Primärfarben Gelb, Magenta und Cyan hat. Gibt es beides. Also die Farbkreise, die Primärfarben, wie gesagt, gibt es ja so zu kaufen sowieso nicht. Das gibt es nur in der Theorie. Und es gibt eben diese beiden Theorien. Man kann auch mit Gelb und Magenta ein sehr schönes, sehr leuchtendes Orange mischen. Und es funktioniert eben dann besonders gut und wird besonders leuchtend, wenn ich ein Gelb habe, das schon ganz leicht in Richtung Orange geht. Genauso kann ich mit Gelb und Cyan ein schönes, kräftiges, leuchtendes Grün mischen. Das würde aber mit dem warmen Gelb, das schon so ein bisschen in Orange geht, nicht so gut funktionieren. Da würde dann eher ein Olivgrün rauskommen. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video dazu, dass ihr das besser seht. Aber so baue ich meine Farbkästen auf. Das heißt, es sind schon mal 6 Grundfarben. 2 Gelbs, 2 Rots, 2 Blaus. Ich zeige euch einfach mal meinen Farbkasten. So, das ist mein selbstgemachter Aquarellfarbkasten. Da habe ich also dann ein paar Tübchen drin, die ich mir so zusammengestellt habe. Und da habe ich einfach darauf geachtet, dass ich eben genau das mache. Ein kälteres Gelb, ein warmeres Gelb, ein wärmeres Rot, ein kälteres Rot in dem Fall. Und genauso beim Blau, das wärmere Blau hier und das kältere Blau hier in diese Richtung. Und weil ich einfach Spaß mit Farben habe, habe ich dann eben auch mit Hilfe dieser Dot Cards mir meine Lieblingsfarben noch rausgesucht und geguckt. Es gibt wunderbare leuchtende, es geht eigentlich eher in Richtung Braun-Orange oder ein sehr, sehr kräftiges Rot-Orange, das ich liebe. Ich mag die Erdtöne, wie hier Siena oder Ocker. Ich mag auch Erdtöne, es sind ja auch diese Browns, Umbra, Sepia. Ich habe auch bei meinen Farbkästen immer ein Grau, beziehungsweise ein warmes Grau und hier ein sehr dunkles, aber dafür kaltes, bläuliches Grau, weil man mit Blaufarben mit Graufarben sehr schön abtönen kann und einfach diese etwas gedeckteren und sanfteren und cremigeren Farben mischen kann. Dann habe ich einfach, weil ich sehr viel Spaß dran habe, hier auch noch granulierende Farben mit drin. Hier zum Beispiel ist eine, oder hier dieses Potter's Pink ist auch eine granulierende Farbe. Man sieht es dann auch auf meinem Farbblatt ganz gut. Und hier habe ich dann einfach schon eine gute Auswahl, mit der ich mich wohlfühle, wo ich einfach auch Lust kriege zu malen, wo ich sage, ah ja, ich kombiniere mal Lila mit Grün oder wie auch immer. So, und so könnt ihr dann im Grunde genommen auch eure eigenen Farbkästen zusammenstellen. Der Vorteil ist einfach, dass ich in meinen Farbkästen dann wirklich die Farben drin habe, die mir auch Spaß machen und die mich ansprechen und die mich inspirieren. Ich habe das oft genug gehabt bei fertigen Farbkästen, dass da viele Farben dabei sind, die ich einfach nicht mag, die ich nicht gut finde. Das ist vielleicht die Hälfte, finde ich gut, und die andere Hälfte landet irgendwann verstaubt im Regal oder in der Schublade, weil ich sie praktisch nie verwende. Ich mag das durchaus ganz gern auch mal, ich sag mal, hässliche Farben in Anführungsstrichen zu verwenden, also Farben, die ich nicht mag, einfach um mich herauszufordern. Aber ich finde es trotzdem besser, wenn ich Farben habe, die mir Spaß machen. Denn darum geht es mir ja, um Spaß mit Farben. So. Dann wünsche ich euch vielen Dank fürs Zugucken und natürlich viel Spaß mit euren Farben und bis zum nächsten Video.